Hallihallo, meine Lieben. Ja, heute gibt's mal wieder ein Unpacking für euch. Und zwar dieses Mal ein Rebuy-Unpacking. Ich habe euch ja schon erzählt in meinem Medimobs-Unpacking, dass ich auch bei Rebuy bestellt habe. Da ist das gute Stück. Es ist nicht so groß, aber ich glaube, es hat einen ganz guten Inhalt. Ich habe auch eine DVD bestellt. Da bin ich dann mal gespannt, wie die denn so ist von der Qualität her. Ja. Und dann packe ich jetzt mal aus. Das eine Buch von Medimobs, das ich euch ja im Unpacking gesagt habe, das noch gefehlt hat, das ist jetzt leider nicht angekommen. Ich denke, ich werde euch das dann einfach in meinem Neuzugänge-Video zeigen. Das hoffentlich diesen Monat nicht so groß ausfällt, da ich ja jetzt schon so viele Bücher bei Medimobs und Rebuy bestellt habe. Ja. Aber wir werden sehen. Gut. Ich mach's mal auf. Bin ja jetzt dann auch mal gespannt auf meinen Vergleich quasi, also wie mir jetzt Rebuy im Vergleich zu Medimobs gefällt. Und ja, man muss schon sagen, was auffällt, hier oben sind die Bücher mehr oder weniger einfach nur reingelegt. Aber ich glaube, unten drunter ist auch so Luftpolsterfolie. Zumindest ein bisschen sehe ich. Also mal schauen. Ah, ist toll. Okay, ich fange mit diesem Buch hier an. Von Rosemary Clement Moore. Dahin ist aller Glanz. Und sieht das nicht schön aus? Ich finde dieses Cover so wunderschön. Es kostet neu 15 Euro. Ich werde euch die Preise wie immer einblenden. Ja, das hat total viele Leserillen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also das, ja, sieht jetzt von dem her nicht so schön aus. Sieht auch aus, als hätte es mal einen Wasserschaden gehabt. Und es ist ein bisschen schepp. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht das jetzt noch. Ich habe ja jetzt auch nicht so viel dafür bezahlt. Ja, ich werde es behalten. Dann geht's weiter mit Dark Village. Dreht euch nicht um. Das ist hoffentlich wirklich der zweite Teil, nachdem ich ja durch Raum 213 jetzt schon so eine Pleite erlitten habe. Bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube schon, oder? Das ist wirklich der zweite. Steht das nicht sogar auf den Bänden? Ich glaube unter dem Kleber. Juhu, ich hatte recht. Es ist wirklich die Nummer 2. Sehr gut. Und das sieht total gut aus. Wurde das überhaupt gelesen? Ich glaube nicht. Also das sieht aus wie neu. Finde ich dann ein super Schnapper dafür. Das war auch mein Geschenk. Hat wahrscheinlich derjenige dann nicht wirklich wertgeschätzt und wollte das gar nicht lesen. Naja, da freue ich mich dann natürlich drüber, dass es verkauft hat. Dann liegt jetzt hier der Film, den ich mir gekauft habe. Den kennen ihr bestimmt alle. Das ist Fight Club mit Brad Pitt und Edward Norton. Den hatte ich schon mal vor Ewigkeiten gesehen. Und der ist ja richtig klasse. Ja, und das sieht eigentlich ganz gut aus. Nicht so sehr verkratzt. Ich glaube, ein Kratzer ist jetzt drin. Ja, da musste ich auch eine Altersprüfung machen, weil, ne? 18, da habe ich da ein bisschen drauf gezahlt dafür, aber der Film war es mir wert, weil er so vom Grundpreis her jetzt nicht so teuer war. Machen wir mal hier weiter. Wobei, ich weiß jetzt gar nicht genau. Ich habe mir auf jeden Fall von Jessica Sorensen 2 Bücher noch bestellt. Und zwar Die Sache mit Kelly und Caden und Die Liebe von Kelly und Caden. Ich glaube, das ist so rumgehört, oder? Und jetzt mal ehrlich, Leute. Die sehen aus wie nagelneu. Das ist also wirklich super. Ja, das ist Band 1 und das ist Band 2. Ich glaube, so habe ich es euch ja eben auch gezeigt. Und ich finde, die beiden Farben sehen richtig schön aus im Bücherregal. Und jetzt mal ehrlich, das sieht wirklich aus, als hätte ich sie mir komplett neu gekauft. Also ich habe eigentlich immer relativ viel Glück mit den Büchern bei Rebuy.
bis halt jetzt auf dahin ist aller Glanz, das sieht nicht so schön aus. Das ärgert mich jetzt auch ein klein wenig, aber ich habe jetzt nicht so hohe Ansprüche und wenn ich die Bücher schon gebraucht kaufe, dann finde ich das ganz in Ordnung. Ja, das ist irgendwie interessant. Ach so, das ist ein englisches Buch, das wusste ich gar nicht. Naja, es geht um Satanburger, das Satanburger. Das Bild da ist ja auch ein bisschen krass, ne? Von Carlton Mellick dem Dritten. Das ist aus dem Festzer Verlag, glaube ich. Wenn es denn jetzt... Also es ist jetzt die englische Ausgabe, was mir aber nichts macht. Ich glaube nicht, dass das aus dem Festzer Verlag ist, aber ich glaube, dass die deutsche Version davon im Festzer Verlag erschienen ist. Und ich weiß gar nicht genau, um was es da jetzt eigentlich geht. Ich wusste nur, dass die Bücher von Carlton Mellick dem Dritten ziemlich krass sein sollen und ich ja, mag ja solche extremen Sachen manchmal ganz gern einfach. Also ich sehe die mir nicht gerne an, aber ich lese sie dann ganz gern einfach, um so ein bisschen die Abtrünne des Menschen kennenzulernen. Ja, das Bild ist wirklich krass. Keine Ahnung. Ich habe von Sonja... Also sonnige Bücher, die jetzt erwähne ich jetzt ziemlich oft in letzter Zeit. Die hat die Kannibalen von Candy Street oder so heißt, glaube ich, das Buch von ihm gelesen und fand es ja richtig krass und richtig gut. Und das wollte ich eigentlich auch, aber dann gab es nur das hier bei Rebuy, da habe ich mir halt das bestellt. Ja, gut. Außerdem habe ich da noch zwei Bücher von Richard Layman. Das ist ja auch ein relativ krasser Autor. Also zum einen habe ich mir Der Ripper bestellt. Das sieht richtig gut aus. Hat hier unten vielleicht so ein bisschen einen Knautscher, sage ich jetzt mal, drin. Und da geht es scheinbar um den Jack the Ripper, was ja so ein ziemlich bekannter Serienkiller in England war. Ich lese euch das jetzt hier gerade mal kurz durch, weil das ist hier so ein Brief und das finde ich jetzt eigentlich ganz okay zum Vorlesen. Ich liebe meine Arbeit und ich werde zu neuen Taten schreiten. Sie werden bald wieder von mir und meinen lustigen kleinen Spielchen hören. Meine Klinge ist schön scharf. Ich werde sofort ans Werk gehen, wenn sie mir die Möglichkeit bieten. Alles Gute, ihr sehr ergebener Jack the Ripper. Ja. Ich habe bereits ein Buch von Richard Layman. Ich weiß aber nicht so genau, wie das jetzt heißt, das ich besitze. Aber ja, Sarah von The Sarah Story, die mag den ja sehr, sehr gerne. Und ich mag ihren Geschmack, ich mag ihren Büchergeschmack sehr. Und deswegen habe ich mir jetzt dann noch eins gekauft. Die Insel von Richard Layman. Das hat sich Sonja ja auch, glaube ich, bestellt. Und da geht es irgendwie um 8 Urlauber, die auf eine Südseeinsel fahren. Ach so, nein, sie stranden dort quasi nach einer Explosion ihrer Yacht. Und das entwickelt sich dann bald zu einem Albtraum. Ja. Und das Buch sieht jetzt nicht so gut aus, muss ich sagen. Also das ist erstens so rund oder schief gelesen und dann hat es total viele Leserillen. Ich glaube, das war auch, also ich hoffe, das werdet ihr ja dann sehen in den Preisen. Ich hoffe, dass das günstigere war, dann finde ich es in Ordnung. Und ja, naja, mal gucken, wie ich Richard Layman überhaupt so finde. Weil wenn es gar nicht meins ist, dann werde ich das Buch eh wieder abgeben, dann ist es nicht jetzt so extrem schlimm. Aber ja, ich weiß nicht, das hätte man jetzt echt ein bisschen schöner behandeln können. Aber ich nehm's. Also, meine Ansprüche sind da ja jetzt halt nicht so extrem. So, dann kommen wir schon zum letzten Buch und das sieht, wow, perfekt aus. Das ist von Jenny Han und Siobhan Vivian und zwar Fire with Fire. Das ist das englische Band, der englische Band. Oder halt der zweite Teil zu Burn for Burn. Burn. Ich glaube, es heißt Burn for Burn.
Und ich finde die Cover richtig schön. Und ja, habe den ersten Band jetzt noch nicht gelesen. Werde jetzt auch zum zweiten nicht so viel sagen, weil es halt, wie gesagt, ein zweiter Band ist. Aber ja, ich habe gesehen, dass es den gab. Und dann habe ich ihn mir halt auch in das Körbchen gepackt. Ja, das war's. Also ich bin im Großen und Ganzen eigentlich auch zufrieden mit dieser Bestellung. Ja, doch. Eigentlich schon. Also bis auf zwei Bücher finde ich die jetzt auch richtig, richtig gut. Und dafür ne, zahlt man da ja ein bisschen weniger im Schnitt für ein Buch. Bei Medimops dann ein bisschen mehr, hat aber dann ab 20 Euro, glaube ich, keine Versandkosten. Aber ja, ich glaube, die Bücher bei Medimops haben mir dann ein bisschen besser gefallen noch. Aber auch hier, ja, ne, ich meine, die von Jessica Sorensen ungelesen und so. Ja, nö, also ich kann jetzt da auch nichts gegen sagen. Ich hatte bisher halt echt Glück bei Rebuy. Vielleicht sind meine Ansprüche dann halt auch nicht so groß. Ja. Was ist eigentlich das hier immer? Leichter kochen, besser essen. Wir erstellen unwiderstehliche Rezepte. Ja, okay, da kann man sich scheinbar ein Rezept einfach bestellen und das nach Hause schicken lassen. Dann gibt es 20 Euro. Ja, kann man ja mal ausprobieren, ne? Okay, das war's jetzt auch schon. ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.